Klima. Das ist die Gesamtheit der meteorologischen Vorgänge an einem Ort über einen Zeitraum von 30 Jahren. 30 Jahre sind im Vergleich zum Erdalter nichts. Selbst die 10.000 Jahre seit der Neolithischen Revolution sind nichts. Während des größten Teils seiner 4,6 Milliarden Jahre dauernden Existenz war dieser Planet unwirtlich heiß und völlig eisfrei. Erst 7-mal brachten Eiszeitalter, die durchschnittlich 50 Millionen Jahre dauern, niedrigere Temperaturen mit sich. Der Mensch hat das normale Klima der Erde nie kennengelernt. Denn seine Entstehung fällt in das jüngste dieser Eiszeitalter, welches vor 2 Millionen Jahren begonnen hat und noch heute andauert. Aber selbst 2 Millionen Jahre sind im Vergleich zum Erdalter keine Zeit. Nur ein Wimpernschlag. Ein kurzer Wimpernschlag, jedoch lange genug, dass den Göttern entgeht, wie der Mensch das erste Mal ein Feuerchen macht. Feuer löst mehr Probleme als kein Feuer. Seine Hitze macht Wurzelknollen bekömmlich und Fleisch verdaulich. Licht gibt Sicherheit und Geborgenheit. Und Feuerstellen, das sind soziale Orte. Als sie die Entdeckung des Feuers feierten, saßen die Menschen um ein Feuer herum. Der Mensch entdeckt, dass man alles verbrennen kann. Dass man alles aufspießen und braten oder in Lehmöfen backen kann. Man kann aus allem eine Suppe kochen. Der Mensch kann Vorräte anhäufen, muss nicht mehr täglich jagen gehen, hat Freizeit, erfindet Geschichten, rätselt über die Sterne und Blitz und Donner und fragt sich, was sein ist und was nicht sein ist und wie man tauscht. Und immer war der Mensch begleitet von seinem wichtigsten Werkzeug, Feuer. Doch Feuer ist kein Allheilmittel, vor allem nicht gegen die Hitze der sengenden Sonne. Fakt ist, alle Warmblüter, also auch Säugetiere, also auch Menschen, haben eine durchschnittliche Körpertemperatur von 37 Grad Celsius. Fakt ist, es ist leichter, sich an Kälte anzupassen als an Hitze. Tiere qua Fell, Menschen qua Tierfell. Gegen hohe Temperaturen gibt es kaum befriedigende Abhilfe. Und wenn, dann nur für einige wenige. Fächer und Sklaven. Die Fächern. Kaiser Nero ließ sich außerdem von den Bergen Schnee bringen. Für seinen Aperitivus. Das Fußvolk schwitzt weiter und passt neben seiner Kleidung auch seine Behausung den klimatischen Gegebenheiten an. Im heiß-trockenen baut man niedrige Lehmhütten mit kleinen Fenstern. Im feucht-warmen Häuser mit hohen, schattenspendenden Decken, großen Fenstern, Dachkuppeln. Und in Bayern Bierkeller im Schatten von Kastanien. Der Mensch hat gelernt, das Feuer zu beherrschen, hat sich über die Erde ausgebreitet und global an die Bedingungen und Launen der Natur angepasst. Er hat seine Thermoregulierung externalisiert. Und für die kommenden 40.000 Jahre bis zur nächsten Eiszeit sind die Aussichten heiter bis wolkig.